So, dein Elektroauto ist bestellt und er ist bald da vor der Tür. Dann habe ich eine tolle Nachricht für dich mit Geld für E-Auto. Wenn du meinen Link dazu benutzt, bekommst du bis zu 410 Euro einfach Cash in the Tash für dein Geld, Taschengeld für dein E-Auto. So, jetzt habe ich es richtig gesagt. Link ist unter der Beschreibung und geht rein, registriert euch, Fahrzeugschein hochladen, nachdem das Auto angemeldet ist und nach ein paar Wochen ist die Kohle drauf. Was Besseres gibt's einfach nicht. Guten Morgen! Die Sonne scheint heute. Ja, wunderschön. Aschke. Jetzt geht's los nach San Mayo. San Mayo. Unser Auto hat nämlich über Nacht vollgeladen. Wir haben 100% im Akku drin. Es geht nach San Mayo. Das sind ungefähr 65 Kilometer von hier aus. Direkt an der Küste. Mit 78% sollen wir dort ankommen, sagt unser Auto. Wir werden uns natürlich dort eine AC-Ladesäule aussuchen. San Mayo, Aschkem, und danach geht. Denn Standzeit ist Ladezeit. Ja, ne? Richtig. Natürlich. Standzeit ist Ladezeit. Ganz wichtig. Ausnutzen. Genau. Und danach geht's nach. Lasst euch überraschen. Lassen wir uns überraschen. Also, wir haben. Es gibt in San Mayo wirklich ein riesen Parkplatzproblem. Ganz viele Touristen, Busse. Wir haben jetzt hier, zeig mal Aschkem so einmal, es gibt ganz viele öffentliche Parkplätze. Und wir haben das Glück gehabt, hier eine Ladesäule noch zu ergattern mit einem leeren Stellplatz. Ja, und vor allen Dingen auch nicht belegt. Das ist schon mal gut. Also wir hatten schon eins gefunden, aber die waren beide belegt. Genau, also eine Säule war komplett belegt und die ist hier noch frei gewesen. Aber die Frage ist, wie funktioniert sie? Alles auf Französisch. Ich wähle einfach mal hier den Ladepunkt jetzt aus. Karte dran halten. Er blinkt jetzt hier und ich stecke jetzt einfach mal an. Typ 2. Und dann müssen wir warten, was passiert. Also, er leuchtet blau und es hat geklickt, glaube ich, oder? Ich habe nichts gehört. Ich guck mal im Auto, was passiert. Also hier. Er leuchtet blau. Das ist gut. Was sagt das Auto denn? Es ist grün. Das ist gut. Er lädt. Das ist gut. Allerdings glaube ich, das ist eine Säule, die kann nur 7,4 kW abgeben. Steht das irgendwo da dran? Nein, steht nicht da dran. Und der Kollege neben uns, ein Plug-in-Hybrid, hat hier seinen Schokoziegel angeschlossen. Okay, so. Aschkem, bist du bereit für San Mayo? Ja, aber es ist sehr, sehr windig. Sehr windig. Leute, sorry, wenn der Ton heute vielleicht etwas gestört sein sollte, aber es ist extrem windig. Ich hoffe, ich kriege meine Drohne hoch heute irgendwie, damit ich für euch ein paar schöne Bilder noch einfangen kann von oben. Ja, San Mayo, ihr Lieben. Also, fangen wir erst an mit Fort National. Aschke. Also, ich wäre sehr, sehr gerne dahin gelaufen, bei Ebbe kann man das nämlich. Aber leider ist es heute nicht möglich, deswegen müssen wir das nur von der Ferne betrachten. Es ist ein nationales Denkmal und wurde damals errichtet im 17. Jahrhundert, um die Stadt vor dem Angriff der Engländer zu schützen. Okay, und diese Stelzen hier, das sieht auch schon brutal geil aus. Ja, total. Also die Optik ist schon mal sehr überwältigend hier und das ist kein Vergleich zum Mittelmeer. Hier ist es viel härter, viel kräftiger, das Meer. Impulsiver. Ja, genau. Also seht ihr die Promenade hinter uns? Da herrschen riesen Wellen, denn es gibt einen der größten Gezeitenunterschiede Europas hier in San Mayo, nämlich zwischen Ebbe und Flut bis zu 12 Meter Unterschied.
Und wenn Flut herrscht, meine Lieben, dann schlagen hier riesen Wellen gegen die Wände dieser Häuser. Es gibt einige Videos auf YouTube, die müsst ihr euch unbedingt ansehen. Wahnsinnige Videos, können wir euch nur wirklich empfehlen, euch die anzuschauen, falls ihr sie noch nicht kennt. Übrigens gibt es auch einen der größten Gezeitenkraftwerke hier in San Mayo. Bis 2011 war es sogar der größte auf der ganzen Welt. Mittlerweile, glaube ich, ist es in Südkorea. Ja, da hier ein riesengroßes Parkplatzproblem herrscht, werden hier auch Ladesäulen gerne mal von Verbrennern einfach nur belegt. Einfach nur zum Kotzen, sage ich. Schaut mal hier, zwei Verbrenner und eine Ladesäule. Denn das Problem ist, diese Ladesäule, die wird in den Apps als verfügbar angezeichnet. Aber dann kommst du hier hin, fährst du durch und belegt von Verbrennern. Einfach nur zum Kotzen. Als ich mein Auto am Anstecken war, kam schon ein Renault Clio Verbrenner und hat gefragt, ob ich rausfahre. Ich habe gesagt, das ist aber eine Ladesäule. Meinte sie, egal. Alter, ey, Wahnsinn. Also haben wir ein Riesenglück gehabt gerade, echt. Also nach dem Tag gestern in San Juan Michel, was wunderbar war, fühlt man sich aber irgendwie trotzdem wohl, wieder in der zivilisierten Welt angekommen zu sein, ja. Und, ich meine, die Stadt hat hier, ist jetzt keine Großstadt, aber 50.000 Einwohner. Ja, das kommt uns vor gerade wie New York. Genau. Nach San Juan Michel kommt das hier echt vor wie New York, Leute. Endlich wieder Straßencafés und Menschen. Ja. Wie viele Einwohner hat Mont-Saint-Michel? Ach, Mont-Saint-Michel, wie viele Einwohner? Ey, kommentieren, wir werden es euch nicht sagen, aber ja, jetzt. Ihr googelt es bestimmt, ja, ohne klar zu googeln. Bitte dann sage ich direkt es. Direkt schreiben. Dann sage ich es. Nein, sag nein? Nicht. Sollen okay. Gucken. Okay, dann die kommentieren. Erklärung selber sehen. Das war übrigens im letzten Video. Wer das noch nicht geschaut hat, Link ist unten, meine Lieben. Nicht verpassen, sowas habt ihr im Leben nicht gesehen. Da kommt der Kölsch Jung aus dem Wort. Das hast du nicht gesehen. Hör auf. Das sage ich dir. Hör jetzt. Aber schöne Cafés, ich freue mich gleich. Wir werden jetzt die Altstadt zusammen erkunden. Ein bisschen was essen, ein bisschen was trinken. Und man glaubt es nicht, er wollte, dass ich mir was Warmes anziehe. Mittlerweile ist wieder mild. Ja, 17 Grad. Ich verstehe das Wetter hier nicht, ne? Hauptsache kein Regen. Ist der Cappuccino? Merci. Tarek auf gefährlichem Terrain. Also, da wird man schnell schwach bei sowas. Ja, aber ich habe gestern 10 Euro für eine Haribo-Tüte ausgegeben in San Juan Michel. Das reicht mir erstmal. Das reicht dir erstmal, ne? Übrigens, immer wenn ich das Schokolade lese, ja, fällt mir das Film dazu ein. Hat schon mal jemand Kakao mit Zimt probiert? Kakao mit Zimt? Nee, sorry, nicht mit Zimt. Mit Chili, mit Chili. Kakao mit Chili. Es gibt Schokolade mit Chili. Ja. Ich habe es noch nie probiert, sollte man mal probieren. Warum nicht? Scharfes und Süßes, so wie ich. Nase ist auf der Suche nach Magneten. Wie immer. Wir haben so viel noch nachzuholen eigentlich, was Magnete angeht. Aber oh ja. Die weiß ich nicht, gefallen sie mir so? Also San Mayo gefällt uns wirklich sehr im ersten Moment, zumindest die Altstadt. Sehr groß, modern gleichzeitig und super schicke kleine Läden, wo man Süßes und Saures und Sauereien kaufen kann ohne Ende. Aber auch hier Klamotten und
Hast du nicht alles gesehen? Übrigens, es ist unsere erste Stadt in der Bretagne. Genau, wir sind übrigens nicht mehr in der Normandie wie gestern, sondern in der Bretagne, wie Nas schon erwähnt hat. Interessant für uns, die normalerweise immer im Süden sind. Endlich vor dem Eingang der Kathedrale St. Vincent. Sie ist im 12. Jahrhundert erbaut worden und ist im romanisch-gotischen Stil und hat die Form eines lateinischen Kreuzes. Richtig! Und den schauen wir uns jetzt gemeinsam mal an. Verlassen wir die Kathedrale, was wirklich unbedingt sehenswert ist. Absolut. Das war einer der schönsten überhaupt Gewölben. Und vor allen Dingen, was sehr, sehr, sehr ins Auge fällt, sind die bunten Malereien an den Fenstern. Ja. Was die alte Stadtgeschichte übrigens erzählen soll. Genau. Und irgendjemand war hier begraben in dieser Kathedrale. Ja. Jacques Cartier. Richtig. Jacques Cartier. Sehr und gut. Zwar der berühmte Seefahrer. Der Seefahrer, der Kanada entdeckt haben soll. Und übrigens, also was ich jetzt empfand, es war einer der dunkelsten Kirchen, in denen wir bis jetzt drin waren. Ja, aber teilweise auch durch die Fenster. War geile Atmosphäre. Trotzdem, ja, einfach eine wunderschöne Atmosphäre. Atmosphäre, definitiv super geil. Die gefiel uns außerordentlich gut. Ja, ein trauriges Stück Kapitel in der Geschichte von Saint-Malo. Er wurde im Zweiten Weltkrieg, glaube ich, 80% zerstört. Wow, Wahnsinn. Aber der König hat damals befohlen, dass es originalgetreu wieder aufgebaut wird. Es wurde originalgetreu wieder aufgebaut. Das haben die echt toll hinbekommen wieder. Also es geht. Wenn man möchte, geht es schon. Aber in einigen Ländern muss es halt schnell gehen. Musste es schnell gehen damals in Deutschland, in Köln zumindest. Leider. Man hätte Köln in ganz, ganz vielen und Teilen und Ecken viel schöner machen können. Aber hat man leider Freiburg versaut. Freiburg zum Beispiel wurde originalgetreu wieder aufgebaut. Freiburg war so, ich unter glaube. Unter anderem mehrere, aber Freiburg fällt mir spontan ein. Genau. Also, weiter geht's. Ja, jetzt befinden wir uns endlich auf der Stadtmauer. Sie ist 1754 Meter lang und umfasst die ganze Altstadt von Saint-Malo. Et voilà.
Und übrigens, da unten, das, was ihr seht, ist ein sozusagen selbst gebasteltes Pool. Ja, genau, die Stadt hat nämlich um das Meer herum so ein Viereck, so eine Mauer gebaut. Genau. Und quasi ein Schwimmbecken hier für die Einwohner. Also egal wann, wenn zum Beispiel halt Ebbe sein sollte, kann man da trotzdem weiterhin schwimmen. Geil, das muss ja echt toll sein. Und jetzt kommt langsam die Sonne raus. Übrigens, Aschkim, was sehen wir da hinten? Das ist Fort Petit B, die Insel. Petit B? Genau. Und wenn dann später wieder Ebbe sein sollte, kann man da ganz normal hinlaufen. Hoffentlich können wir das heute machen. Mal schauen. Mal schauen. Also man möchte hier wirklich nicht mehr weggehen und da möchte ich mich unbedingt bei dem Frank bedanken. Vielen Dank, Frank. Dank dir sind wir jetzt hierher gekommen, weil San Mayo hatten wir ehrlich gesagt nicht auf unserem Liste. Plan. Er hat das nämlich unter einem unserer Videos kommentiert gehabt. Ja, nicht? Ja. Vielen Dank. Ey, toller Tipp, wirklich. Wären wir nie drauf selber gekommen. Und es sieht einfach nur wunderschön aus. Es war schon ohne der Sonne schön, aber mit der Sonne ist es natürlich der Wahnsinn. Alles in allem, auch die Möwen, schaut euch das mal an. Sie gleiten einfach nur dahin. Klasse. Und die Sandstrände hier sind auch sehr, sehr berühmt. Man will einfach nur reingehen und schwimmen. Ja. Der Pool, das wir euch vorhin gezeigt haben, ist von der Nähe betrachtet schon richtig groß, ne? Und es gehen sogar Leute gerade drin schwimmen. Ach Quatsch. Ja, klar. Sind da welche drin? Die springen da die ganze Zeit rein. Nein. Natürlich. Also das ist der Wahnsinn, ihr Lieben. Côte d'Azur
in der Bretagne, würde ich fast sagen. Hier gibt es immer noch welche, die sind im Wasser. Wir haben 18 Grad und Sonnenschein. Für mich wäre das nichts. Ich bin da ein Weichei, ehrlich gesagt, da stehe ich dazu. Aber ich hätte nie im Leben gedacht, dass das so schön ist hier. So schöne Sandstrände. Natürlich, Ebbe und Flut muss man immer im Auge behalten und so weiter. Aber die Leute, die hier leben, also die haben hier auch Sand, Sonne und Meer. Ne? Ich komm. Und wir überlegen jetzt ernsthaft auch mal Sommerurlaub hier zu machen. Warum nicht? San Mayo hat wirklich alles zu anbieten. Ja, das stimmt. Die Stadt ist total schön, ja. Die Gebäude sind schön, es hat Geschichte, die ganzen schönen Inseln, also es ist so vielfältig. Wahnsinn, und diese Granitfelsen hier. Also 50.000 Einwohner ist eine kleine Stadt, ne? Aber es ist wunderschön und sehr vielseitig. Deswegen könnte ich es mir durchaus vorstellen. Am Anfang unseres Videos, wo wir die Drohne hochgeflogen haben, war hier noch Flut. Und hier war noch Wasser und der kleine Hund, wisst ihr noch? Und jetzt, 3 Stunden später, ist hier komplett Sand und wir können bis zur Front National zu Fuß über den Sandbalken einfach rüberlaufen. Also, das ist doch der Wahnsinn, oder Aschkim? Sprachlos. Einem fehlen wirklich die Worte. Nochmal von dieser Perspektive aus ist es auch nochmal überwältigend. Die ganzen Stelzen hier an der Promenade, wie mächtig das wirkt, oder? Mhm. Es ist stürmisch, es ist wild, gleichzeitig atemberaubend schön, alles in einem. Also ich bin verliebt in San Mayo. Weit weg. Ja, das Meer ist viel zu weit weg, oder? Total. Ich würde sagen, den zaubern wir doch mal ganz schnell wieder hier hin. Aschkim, du drehst dich jetzt um, dann zählst du bis 3, okay? Okay. Also. 1, 2, 3. Ja, jetzt haben wir uns eine Pause verdient. Ein Crepe darf natürlich nicht fehlen. Die sind ja hier in San Mayo sehr, sehr berühmt, die genau. Crepes. Soll man unbedingt probieren. Und wisst ihr, was ich noch probieren werde? Zum ersten Mal in meinem Leben Cidre. Okay. Probier mal bitte. Und zwar geht es jetzt los. Ist nicht meins. Ich habe es auch noch nie getrunken. Moment. Okay, musst du auch nicht, aber okay, mach mal. Okay, das ist wie Bier mit Apfelgeschmack. Genau. Ja? Ja, das ist original Bier mit Apfelgeschmack, Leute. Versäuert. Mhm. Ich könnte es trinken, schön kalt. Und wir sitzen hier in Le Poutine de la Maison. Okay. Jetzt bin ich auswendig merken können. Ich sage mal Bon Appetit. Bon Appetit. Das ist übrigens Place Chateaubriand. Chateaubriand. Wir gehen jetzt in die Straße. Chateaubriand. Was ist Chateaubriand? So oder wer ist Chateaubriand? Chateaubriand soll ein alter Schriftsteller und ein Politiker gewesen sein. Darf ich euch vorstellen? Herr Chateaubriand. Und jetzt besichtigen wir nochmal die Straßen nach dem Crêpe natürlich und nehmen euch natürlich mit. Und das sind die Einzelhandelsöffnungszeiten hier in San Mayo. Also, können wir mal bitte darüber sprechen? Was ist das? Wenn das Menschen sind, was sind wir? Wir möchten wieder die alten Öffnungszeiten in Deutschland. Ich werde eine Petition eröffnen. Wirklich, wer unterschreibt mit? Also. Gerade ich, die im Einzelhandel arbeitet, es ist hart. Ja. Es ist sehr hart. Und ich denke nicht, dass die Leute mehr Geld haben als wie früher. Genau. Früher hat es ja auch geklappt. Genau, der Umsatz verteilt sich einfach nur auf die Zeit, auf den Tag.
Früher sind wir auch nicht verhungert, wir waren zu viert. Hallo? Samstag 14.30 Uhr, ein Traum, was will man mehr? Ein langer Sonntag, ein langer Donnerstag und außerdem würde das Energie sparen. Wir müssen doch überall jetzt Kosten sparen. An hallo? Alle Politiker da draußen. Genau. Ich werde bald gekündigt. Und 18.30 Uhr reicht doch vollkommen aus. Absolut, Leute. Und sonntags bitte nichts öffnen, außer Kioske und genau, Tankstellen. Das geht nicht. Das ist außer Notapotheken, Ruhetag. Tankstelle und Kiosk. Genau. Wobei du arbeitest Sonntag, okay. Ja gut, öffentlicher Dienst muss sein, mein Gott. Oh. Also, das waren noch gute Zeiten. Ich war zwar noch ein Kind, aber ich kann mich daran erinnern. Wie denkt ihr eigentlich darüber? Eure Meinung würde uns natürlich wie immer interessieren, unten in den Kommentaren. Hört ihr das? Die ganzen Vögel hier am Zwitschern. Magisch. Wahnsinn. Okay, also so langsam wird es beängstigend. Die hören gar nicht mehr auf. Hitchcock, die Vögel. Am Anfang war es hier schön, aber so langsam, langsam. Und kann sein, dass ganz viele hier auf euren Kopf kacken. Ja, das, also zweimal hätte es uns fast erwischt. Das Risiko besteht hier definitiv. Also so langsam kriegen wir Hunger, nicht? Ja. Und wir suchen uns jetzt irgendein Restaurant aus, aber, da unser Akku langsam den Geist aufgibt, ja, kann es sein, dass wir das Essen nicht mehr aufnehmen können. Können, genau. Aber ich habe noch im Auto Ersatzakkus. Wir sehen uns spätestens dann, okay?